Herzlich willkommen zurück auf dem Podium der Bildungskonferenz hier im historischen Rathaussaal der Stadt Nürnberg. Ja, es ist wirklich eine andere Bildungskonferenz, auch mit den digitalen Medien, die Sie gerade gesehen haben, beziehungsweise die Aufzeichnung des Interviews. Mir ist gesagt vorher, die Technik sei nicht so hundertprozentig gelaufen, sei nicht so gut gewesen. Ich fand es wunderbar, das Interview, auch was die Sprachqualität war. Aber es zeigt ja, dass wir in diesen Zeiten alle etwas anders arbeiten müssen. Mein Name ist Franziska Holschuh, ich sitze hier auf dem Podium mit Cornelia Trinkel, mit Elisabeth Ries und Julia Lehner. Und wir wollen zunächst uns ein bisschen mit dem aktuellen Stand beschäftigen. Also, was ist im Moment los? Wie kann man die Situation im Moment beschreiben? Und Frau Trinkel, da möchte ich gleich bei Ihnen anfangen. Wie ist es momentan in den Schulen? Wie viele Klassen sind in Quarantäne? Wie viele Schüler? Wie viele Lehrkräfte? Was sind da die neuesten Zahlen? Also es ist natürlich so, dass jetzt in den letzten Wochen, das wissen wir ja alle, die Infektionszahlen sehr, sehr gestiegen sind bei uns in der Stadt. Wir sind aber dennoch bemüht und das ist auch das, was ich aus dem Vortrag von Herrn Professor Matz mitgenommen habe. Und das ist auch unser oberstes Postulat, die Schulen so lang wie möglich offen zu halten. Wir haben Stand dieser Woche knapp 70 Klassen in Quarantäne von im Stadtgebiet rund 2.800 Klassen, also dass man das auch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Aus diesem Grund haben wir auch jeden Tag natürlich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die neuesten Zahlen auf dem Tisch liegen und erwägen in der Referendenrunde ganz genau, welchen Weg gehen wir jetzt. Wir sehen aber auch ganz klar, dass Schulen nicht das zentrale Ausbruchsgeschehen haben und deswegen ist es uns ganz wichtig, die Schulen offen zu halten. Wir haben gerade schon viele Gründe gehört, die dafür sprechen. Schulen sind einfach auch ein sozialer Begegnungsort. Es geht um die Struktur für Kinder und Jugendliche. Ich könnte jetzt da noch weiter ausholen, aber das ist im Moment der aktuelle Sachstand in Nürnberg. Quarantäne heißt konkret, dass die Klasse dann für 14 Tage zu Hause Genau. ist, bis dann ein beziehungsweise negative Tests werden oder Tests werden dann trotzdem gemacht. Aber nach 14 Tagen kann man dann erst wieder die Schule besuchen. Genau. Was ja den ganz normalen Schulrhythmus doch sehr intensiv durcheinander bringt. Das ist richtig. Das ist für die Schulen eine sehr, sehr große organisatorische Herausforderung. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir uns auch Alternativen überlegen müssen, sollten die Zahlen weiter steigen. Im Moment, das ist meine Rückmeldungen aus den Gesprächen sowohl mit den Ministerialbeauftragten der einzelnen Schularten als auch der Direktorenkonferenzen aus den allgemeinbildenden Schulen, aber auch aus den berufsbildenden Schulen, die wir sagen, ja, es ist eine große Herausforderung, aber besser in der Schule bleiben als in den Distanzunterricht gehen. Ich glaube, wir werden in der großen Runde noch sehr intensiv über dieses Thema diskutieren, aber ich möchte als nächstes zu Ihnen kommen, Frau Ries, und im Prinzip dieselbe Frage an Sie stellen. Sie sind ja auch verantwortlich für die Kitas. Wie ist es da momentan? Wie ist der Stand? Gibt es da auch so viele Gruppen in Quarantäne? Ja, also man kann vieles von dem, was Kollegin Trinkel gerade gesagt hat, auch für die Kindertageseinrichtungen bestätigen. Also auch da sind es immer einige Einrichtungen, die betroffen sind. Im Moment Stand vom vorgestern waren es 21 Einrichtungen, von denen teilweise Schließungen erforderlich waren. Wir müssen aber wissen, dass wir 472 Kindertageseinrichtungen in Nürnberg haben. Das heißt, das sind etwa 4,5% der Einrichtungen, die betroffen sind und da auch ja nicht immer vollständig, sondern auch Teilschließungen einzelne Gruppen betroffen oder auch einzelne Teams beispielsweise. Insofern kann man sagen, es ist eine Betroffenheit da und das Organisatorische wird immer schwieriger, denn wir haben ja auch allgemein die Herbstzeit, wo allgemein Krankheitswellen jenseits von Corona immer im Personal für Schwierigkeiten sorgen. Wir haben die Tatsache, dass wir den Betrieb so organisieren müssen, dass Gruppen möglichst getrennt auch seitens des Personals betreut und gebildet werden, sodass man da große organisatorische Herausforderungen hat und es wird mit jeder Quarantäne natürlich schwieriger. Nichtsdestotrotz, 4,5% sind betroffen, das heißt, über 95% sind nicht betroffen im Moment. Das ändert sich immer wieder tagesaktuell, aber nichtsdestotrotz möchte ich das Plädoyer von Frau Trinkel gerne auch für die Kindertageseinrichtungen nochmal unterstreichen, dass wir, wo immer es möglich ist, und es ist nur möglich, weil das Personal sehr, sehr, sehr intensiv sich bemüht und sich einsetzt und da wirklich ein ganz großes Dankeschön gleich mal vorab an alle, die das tun. Aber wo es möglich ist, möchten wir in dem Regelbetrieb bleiben und ja, so ist der Stand in den Kindertageseinrichtungen.
Sie sprachen ja schon die enge Personalsituation an. Das hat ja zur Folge, dass in Kindertageseinrichtungen die Öffnungszeiten ja auch schon reduziert worden sind. Also ist ja in Teilen ist man auf Kernzeiten gegangen. Also man hat den frühen Morgenstunden nicht mehr so offen und auch am Nachmittag nicht mehr so. Ja, wir sind hier in einer dynamischen Informationslage. Wir haben seit vorgestern die Weisung vom Staatsministerium bekommen, dass tatsächlich bis 30.11. der Regelbetrieb einzuhalten ist. Also sprich mit den Buchungszeiten und den Öffnungszeiten, wie sie auch regulär der Fall sind. Das heißt, dem Grunde nach müssen Kindertageseinrichtungen jetzt seit gestern auch wieder die vollen Öffnungszeiten anbieten. Wir wissen aber natürlich, dass dort, wo Personal aufgrund von Krankheit oder Quarantäne nicht da ist, auch keine Öffnung möglich ist. Insofern ist es tatsächlich seit gestern nochmal eine etwas neue Ausgangslage, von der auch erst vorgestern Kenntnis erlangt wurde. Insofern ist es tatsächlich organisatorisch, pädagogisch und kommunikativ sehr, sehr schwierig. Das interessiert mich persönlich auch als Mutter eines fast zweijährigen Kindes. Aber was heißt es, wenn zum einen hat man das Personal nicht, auf der anderen Seite gibt es diese Weisung? Also das beißt sich ja ziemlich. Ja, also was ist Frage dann das, was die Kindertagesstätten an den Freistaat Bayern auch adressiert? Ist es natürlich nachvollziehbar, dass seitens des Ministeriums damit nochmal deutlich gemacht wird, ja, das Ziel ist die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs und des vollen Umfangs auch der Betreuungs- und Bildungsangebote in den Kitas. Nichtsdestotrotz haben Sie ja auch außerhalb von Corona immer die Tatsache, wenn ein Träger nicht in der Lage ist, das Personal bereitzustellen, weil es nicht da ist, dass dann individuell auch Einschränkungen erfolgen müssen. Aber dem Grunde nach ist die Vorgabe, man soll aufrecht erhalten, den Regelbetrieb und die Einrichtung auch zu den gebuchten Zeiten den Eltern zur Verfügung stellen. Aber ja, Sie haben den kritischen Punkt natürlich angesprochen und auch da sind wir alle darauf angewiesen, immer wieder zu kommunizieren und zu schauen, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen. Einfach ist es nicht. Frau Professor Lehner, Ihr Bereich ist die kulturelle Bildung, ein ganz schwieriger Bereich im Moment auch. Also ein ganz großer Teil der Kultur liegt ja im Moment brach. Museen sind geschlossen. Also was kann man überhaupt noch tun im Moment, wenn man sich kulturell bilden möchte? Ja, also in der Tat, die Kultur hat es ganz besonders hart getroffen. Aber natürlich schon seit März. Das heißt, also wir sind ja eigentlich seit dem ersten Lockdown in einer Situation, wo man noch nicht weiß, wo das am Ende enden wird. Also das heißt, welche Strukturen können überleben? Was bedeutet es vor allem für sehr viele Solokünstler, für sehr viele Menschen, die auch im Bildungsbereich, also eben selbstständig unterwegs sind? Also das Problem ist mehr als heterogen und schwierig. Aber im Gegensatz zum ersten Lockdown sind beispielsweise bei uns die Stadtbibliothek geöffnet, das Bildungszentrum. Allerdings, wir können die Volkshochschulkurse nicht in den Schulen stattfinden lassen. Das Gleiche gilt für die Musikschule. Auch die ist geöffnet, aber der Unterricht kann eben in den Schulhäusern wie gewohnt nicht stattfinden. Darüber hinaus ist das AV, also unser Archiv, unser Stadtarchiv nach wie vor geöffnet und die Stadtbibliothek. Allerdings mit der Einschränkung Stadtbibliothek, das ist ja auch so etwas wie ein dritter Ort geworden, ein Begegnungsort, ein Ort des Austauschs, der Kommunikation, der Bildung, das ist nicht mehr möglich und das spüren wir hier natürlich einschneidend. Also die Ausleihen sind sehr stark zurückgegangen in anderen Städten, genauso wie bei uns, weil es eben doch noch etwas anderes ist, wenn ich vor Ort sein kann, wenn ich mich informieren kann, wenn ich eben im Austausch mit Personen bin, als wenn ich das alles nur auf digitalen Wege versuche zu erreichen. Was bedeutet es, wenn die kulturelle Bildung so massiv heruntergefahren worden ist? Gut, das eine sind die Träger, die natürlich leiden, das sind die Beschäftigten bei den Trägern, die auch Probleme bekommen, aber das andere sind ja auch die Konsequenzen für Kinder und Jugendliche, die ja Museen auch als einen oder andere kulturelle Einrichtungen auch als einen Ort der Bildung nutzen können. Ja, also diese Folgen sind natürlich bis jetzt noch nicht absehbar. Also das zu evaluieren, das wird wahrscheinlich erst nach geraumer Zeit möglich sein. Also wir wissen, dass eben kulturelle Bildung, die außerschulische Bildung, ja fast den gleichen Wert haben muss und haben kann. Und hier bricht eben vieles weg. Und wir wissen auch, dass diese Angebote, die wir versuchen zu machen auf digitalen Wege, die sind begrenzt. Auf der einen Seite ist natürlich das digitale Know-how noch nicht so vorhanden, wie man sich das wünscht. Die Endgeräte fehlen. Das gilt ja auch für Homeschooling genauso, also wie eben für den Bereich der kulturellen, der außerschulischen Bildung. Und vor allem das, was wir eben in
als große Anstrengungen, als eine Herausforderung ständig sehen. Wir nennen das Audience Development, also das heißt Teilhabe, Zugänglichkeit, vor allem auch an bildungsferne Schichten damit heranzutreten. All das ist nur eingeschränkt möglich und das wird fehlen und das wird sich bemerkbar machen. Sie haben das Thema Digitalisierung gerade schon angesprochen. Was ist denn da von Seiten der Stadt passiert in Ihrem Bereich? Ja, wir haben, ob das im Kunst-Kulturpädagogischen Zentrum ist, ob das von den Museen ausgehend ist, ob das natürlich auch von unserem Bildungscampus, also Stadtbibliothek mit Bildungszentrum oder auch vom Archiv ausgehend ist. Also wir versuchen, uns auf digitalem Weg bemerkbar zu machen, präsent zu sein, spezielle Angebote auf den Weg zu bringen. Das bedeutet natürlich auch wieder Ambivalenz. Auf der einen Seite die Kolleginnen und Kollegen sind noch mal neu gefordert. Es bedeutet eine neue Kreativität. Also ich selbst, wenn ich jetzt in die Kamera sehe, es ist für viele ungewohnt, eben jetzt den Unterricht eben nur ins Leere, sage ich einmal, zu sprechen, ohne den Resonanzboden des Publikums zu haben. All das will gelernt sein. Und darüber hinaus muss das eben auch, sage ich einmal, pädagogisch und didaktisch so aufbereitet sein, dass das eben über das Tablet oder beziehungsweise über den Bildschirm funktioniert. Also diesen Herausforderungen stellen wir uns. Hier ist auch sehr viel an Kreativität bereits passiert in den letzten Monaten, aber das ist ein wirklich langer, langer Weg. Wie ist denn da die Resonanz? Also haben die Menschen Interesse daran, wenn sie Bildung digital darbieten? Weil es ist ja, wie Sie sagen, immer was anderes, wenn man es sehen, anfassen kann oder zumindest das Gefühl, hat man es live dabei. Durchaus. Also wir haben ja sehr viele Streaming-Programme sofort platziert. Also das Interesse ist vorhanden, aber es ist nie ein Ersatz für das Analoge. Also auch das stellen wir fest. Also auch dieser digitalen Welt sich zu öffnen, das ist oft anstrengend, das ermüdet und eben wie gesagt noch einmal der analoge Austausch ist an dieser Stelle nicht komplett zu ersetzen, wenngleich wir diese Formate bestimmt weiterentwickeln wollen und die auch bei uns bleiben. Frau Trinkel, Digitalisierung und Schulen, das Megathema gefühlt der letzten Monate. Wie sieht es da bei der Stadt Nürnberg aus? Die Stadt Nürnberg hat da einen großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Kommunen. Das habe ich jetzt auch bei meinem Dienstantritt im September ganz deutlich gemerkt. Die Stadt Nürnberg hat sich schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht und hat eine IT-Strategie für Schulen entwickelt und hat da auch in unserem Referat eine hochkompetente IT-Abteilung aufgebaut, die sich mit diesem Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt. Das heißt, man war im Gegensatz zu einigen anderen Kommunen, meine ich, besser ausgerüstet für einen Lockdown, als es in anderen Teilen des Landes war. Und das macht sich jetzt natürlich auch bemerkbar. Da geht es um das Thema Vernetzung, da geht es um das Thema Ausstattung mit Geräten. Man konnte bei uns in der Stadt ab dem 20. März sich Schülerendgeräte ausleihen, weil die eben schon zur Verfügung standen, weil da auch schon sehr, sehr viel Geld von Seiten der Stadt auch in die Hand genommen wurde, damit diese IT-Strategie ausgebaut werden konnte. Und das ist natürlich auch ein Punkt und auch das, was ich auch immer wieder versuche klarzumachen, und das ist auch in Ihrem Vortrag klar geworden, die Digitalisierung hat ja in vieler Hinsicht auch nur eine dienende Funktion. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch die Pädagogik damit reinnehmen, dass wir unsere Lehrkräfte fortbilden. Und da ist auch wahnsinnig viel passiert in den letzten Monaten. Es wurden über 2500 Fortbildungen angeboten zur Digitalisierung, digital. Und es ist wirklich so, das ist ein breites Angebot gewesen. Das waren noch mehr Fortbildungen, die damit durchgeführt werden konnten, als es zum Beispiel bei der staatlichen Lehrerfortbildungsakademie in Dillingen der Fall war. Also man sieht, die Stadt Nürnberg geht da wirklich einen guten Weg, geht weit voran. Und was auch wichtig ist, wir sind da wirklich im regen Austausch mit unseren Schulen, mit den Schulleitungen zu dem Thema, welche Bedarfe sind da, welche Systeme sind da, damit das auch alles kompatibel ist. Es muss ja auch eine Kompatibilität da sein in der Schule und auch von zu Hause. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch ein großer Vorteil war in dieser Zeit, und das merken wir auch jetzt noch, wenn eben einzelne Klassen in Quarantäne gehen, ist, dass die Stadt Nürnberg ihre Schulen
ausgestattet hat, großzügig ausgestattet hat mit Lizenzen von Microsoft Teams, Microsoft Office. Das heißt, auf dieses Tool können jetzt Lehrkräfte und ganze Klassen auch zurückgreifen, um den Unterricht auch digital zu machen, um hier zu arbeiten. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir dieses Instrument weiter auch benutzen können. Das ist gerade ein großer Diskussionspunkt, den wir auch mit dem Freistaat Bayern haben, dass wir hier weitermachen können, weil wir sagen, es ist wirklich ein ganz wichtiger, essentieller Punkt der Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften. Es wurde auch während des Lockdowns natürlich sehr viel telefonisch gemacht. Es gab ein Notfalltelefon, ein Seelsorgetelefon, aber dieser digitale Teil, der ist uns eben ganz wichtig und den würden wir gerne weiterführen. Das hört sich jetzt alles super an, also ob das ganz, ganz toll alles geklappt hätte. Wenn man sich allerdings mit LehrerInnen und Schülerinnen unterhält, dann war es im Frühjahr nicht ganz so reibungslos und es ist immer noch nicht ganz so reibungslos. Also das eine sind ja die Zugänge, dann ist es jeder Lehrer gefühlt verwendet unterschiedliche Methoden. Die Lehrerausstattung ist ja auch ein ganz großes Thema. Also ganz so gut, wie Sie das jetzt beschrieben haben, ist es auch bei Seiten der städtischen Schulen nicht genug. Also ich habe gesagt, wir waren einen Schritt voraus. Ja? Und das, glaube ich, ist der Punkt. Und wir gehen diesen Weg natürlich wirklich stetig weiter. Und wir merken, dass das Thema natürlich seit früher eine ganz, ganz andere Dynamik angenommen hat. Das ist klar. Deswegen stellen wir fest, dass wir hier natürlich uns noch viel, viel mehr verbessern müssen. Das ist klar. Aber wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen auch, was der Bedarf ist. Sie haben das Thema Lehrerendgeräte angesprochen. Das ist natürlich auch ein Thema, das verwaltungstechnisch noch erst ein bisschen abzuklopfen ist, inwieweit müssen wir da als Kommune auch mit einsteigen, inwieweit gibt es hier die Kooperation mit dem Freistaat. Also ist es nicht so, dass es heißt, hier gibt es ein Förderprogramm, jetzt kauft mal, sondern da gibt es eben verschiedene Dinge, die auch noch abzuklären sind. Da sind wir gerade in der Klärung. Sie haben das Thema Schülerendgeräte angesprochen. Da sind wir auch in der Beschaffung und sind jetzt auch gerade dabei, dass wir sagen, wir müssen genau schauen, wo sind denn die Bedarfe. Es wurden teilweise natürlich an Schulen viele Geräte ausgeliefert, an andere Schulen weniger. Die haben weniger Bedarfe gemeldet. Das sind wir auch noch in der internen Abstimmung. Aber was auch ein Punkt ist, und das haben wir heute auch schon gehört, das ist das Thema, wie kann ich denn Schülerinnen und Schülern auch Wege ermöglichen, damit sie auch zu diesen Inhalten kommen, selbst wenn sie ein Gerät haben. Also das ist das Thema auch mit der Ausstattung zu WLAN-Zusatzpunkten oder eben auch zu digitalen, ja, einfach, dass sie da hinkommen. Und da ist ein ganz großer Punkt, den wir uns noch anschauen müssen, denn es hat eben nicht jede Schülerin, jeder Schüler zu Hause einen Internetanschluss oder einen Drucker. Das sind so Punkte und da haben wir gesagt, wir müssen schauen, dass wir hier möglichst sprengelorientierte Lernorte auch schaffen, sei es in den Schulen oder auch in anderen städtischen Einrichtungen, damit wir hier eben auch Zugänge ermöglichen können. Das ist auch ganz wichtig und das sind alles Dinge, die natürlich gerade einen enormen Aufwand erfordern in der Verwaltung, aber da arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir diese Dinge auch ermöglichen können. Und das Gleiche ist auch bei der Vernetzung der Schulen, bei der Ausstattung. Es ist ja so, wir haben da diese IT-Strategie auf den Weg gebracht, aber jetzt gilt es auch, kurzfristige Lösungen zu schaffen, was natürlich nochmal auch ein Mehr an Investitionen bedeutet. Aber auch hier ist die IT-Abteilung dran, diese kurzfristigen Möglichkeiten wirklich schnell zu schaffen, damit wir hier auf dem Weg sind. Wie viel Geld wird da bereitgestellt? Sie sprachen gerade von einem Mehr. Also die IT-Strategie der Stadt Nürnberg beläuft sich insgesamt auf 85 Millionen Euro für die Zeiträume von 2017 bis 2024. Also das ist enorm viel, was da kommt. Und zusätzlich wollen wir natürlich auch noch die Fördergelder von Bund und Land mit abgreifen. Und es gibt ja auch noch Sonderetats, Sonderbudgets für Lehrerendgeräte, für Schülerendgeräte. Und da sind wir auch dran, damit wir hier diese Gelder abgreifen, weil wir sehen, der Bedarf ist da und der Bedarf wächst auch. Also Corona als Katalysator in dem Bereich. Frau Ries, Digitalisierung in Kitas, vermute ich mal, ist nicht so das ganz große Thema. Aber wenn man sich überlegt, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist ja in Corona auch etwas, ja, strapaziert worden, sage ich es mal so. Kann man da die Digitalisierung nutzen, um in Gemeinschaftshäusern, wie auch immer, da ein bisschen die Menschen besser zusammenzubringen? Auch bei Jugendtreffs zum Beispiel, spielt da die Digitalisierung eine Rolle? Die Digitalisierung spielt überall eine Rolle. Also da haben Sie natürlich völlig recht. Sie spielt auch in den Kitas eine Rolle. Aber wenn ich mal vielleicht auch altersmäßig mal von oben anfange. Also wir haben zum Beispiel in Nürnberg mit dem Computerclub 50+ eine einmalige ehrenamtlich getragene Initiative, die sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, mit Seniorinnen, Senioren und Technik
befasst. Jetzt haben wir tatsächlich in diesem Lockdown, der eben nicht planbar war, den Effekt gehabt, leider, dass da aber vieles trotzdem in Präsenz geht, weil eben Menschen mit ihren Geräten sich treffen und sich dann einweisen lassen oder sich Zugänge schaffen oder Programme lernen, wie auch immer, den Umgang mit Technik, dass da jetzt kurzfristig eben auch die Umstellung nötig war und dass manches nicht mehr möglich war, was gerade im März, Mitte März toll gewesen wäre, wenn man das gehabt hätte. Also insofern haben wir gemerkt, dass die Kurzfristigkeit mit dem, was eigentlich an Struktur und an Dingen da war, leider eben nicht ganz ein konform ging. Aber wir stellen doch fest, dass Seniorinnen und Senioren, ganz viele auch sehr gut vernetzt sind und sich auch austauschen. Der Treff Bleiweiß beispielsweise, ein Treff für ältere Menschen in Nürnberg, hat Kursangebote zum Teil digital umgesetzt oder auch Gruppen der Vernetzung hergestellt. Auch der Computerclub 50 Plus ist natürlich auf Videoformate und andere Dinge umgestellt. Also es gibt in den höheren Lebensbereichen auch Digitalisierung, wo es meines Erachtens schwierig war, ist bei den Bildungsangeboten, Weiterbildungsangeboten für Benachteiligte oder für bestimmte nachholende Bildungszielgruppen, wenn ich beispielsweise an Integrationskurse denke oder auch an Qualifizierung für arbeitsmarktferne Personen, da ist natürlich tatsächlich im März sehr vieles auch abgebrochen und hat länger gedauert, bis es auch wieder in Gang kam. Und da haben wir natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, in der Form oder in der Systematik, wie man es jetzt an Schulen angeht und wo auch schon strategische Grundlagen da waren, alle Menschen in digitale Formate einzubinden. Also das ist sicher eine Gruppe, wo man genau gucken muss, dass da die Präsenz weitergeht und dass man aber zum anderen auch bald zu... Das ist ja die Gruppe, die am ehesten noch in Anführungszeichen verloren gehen kann, also wo richtig, die Bedarfe ja am allergrößten sind. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, wenn man beispielsweise an Integrationskurse denkt, wenn man angefangen hat, Deutsch zu lernen und da vielleicht auch auf einem guten Weg war und dann 3 Monate oder 4 Monate lang abgebrochen wird, dann kann man ja nicht nahtlos anknüpfen. Natürlich gibt es gute Lernangebote für Sprache auch im Digitalen, aber nichtsdestotrotz muss man damit umgehen können, man muss die Zugänge haben und man muss auch die Lernerfahrung haben, um das zu tun. Insofern sind das Gruppen, wo man, glaube ich, bei aller Digitalisierung, die wir voranbringen müssen, auf die Präsenz auch weitersetzen wollen und müssen. Als letztes haben Sie haben noch die jungen Menschen natürlich angesprochen in den Kinder- und Jugendtreffs. Gibt es digitale Vernetzung, gibt es auch Chatgruppen, es gibt den Jugendtreff online auf dem Discord-Server und solche Dinge gibt es. Aber nichtdestotrotz stellen wir schon fest, dass auch die Präsenzangebote und auch gerade das Angebot, Frau Trinkel hat es Lernorte im Quartier genannt, also die Möglichkeit auch WLAN oder auch begleitetes Computer nutzen in Kinder- und Jugendtreffs beispielsweise zu nutzen, durchaus auch nötig ist und gerade jungen Menschen, die da auch bei der Nutzung jetzt weniger des netzwerkenden Digitalen als vielleicht auch das beispielsweise Bewerbungen schreiben oder sich im PC auch mit schulischen Angeboten oder Inhalten zu beschäftigen, dass da durchaus Unterstützung auch erforderlich ist, wo es im Elternhaus nicht stattfindet. Und da sind die Kinder- und Jugendhäuser wichtig und deswegen sind wir froh, dass wir sie jetzt in dieser Phase im Moment offen halten können. Für Kinder und Jugendliche ist es ja sehr wichtig, besonders in einer gewissen Entwicklungsstufe, sich treffen zu können und sich ausprobieren zu können, Grenzen ausprobieren zu können. Das fällt ja im Moment in weiten Teilen weg. Ja, das ist tatsächlich was, wo ich denke, wo wir genau beobachten müssen, wie es weitergeht, weil tatsächlich das nonformale und vor allem das informelle Lernen natürlich was ist, was mit sehr strengen Regeln und Registrierungsformularen und strikten Hygienekonzepten nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen ist. Man kann das versuchen, es gibt gute Konzepte und jeder weiß, dass man im Moment Kompromisse machen muss, was die Freiheiten auch im Umgang miteinander angeht. Insofern gibt es gute Konzepte in den Kinder- und Jugendhäusern, aber nichtdestotrotz geht natürlich ein Teil dessen verloren, was denn den Reiz eigentlich ausmacht, dass man sich eben informell und ohne Regeln, natürlich gibt es Regeln in Kinder- und Jugendhäusern, aber ohne Kontaktbeschränkungen und Registrierungszwang treffen kann. Und insofern kann es schon sein, dass der eine oder die andere jetzt sagt, nee, dann unter den Bedingungen ist das im Moment nicht der Ort, wo ich meine Peer Group treffe und wo ich mein informelles Miteinander pflege. Und das ist auch unter Bildungsaspekten durchaus sehr bedauerlich. Da müssen wir sehen, dass wir wieder hinkommen. Wir haben den Sachstand jetzt ganz, ganz grob abgeklopft. Also in die Tiefe können wir oder konnten wir in dieser Zeit nicht gehen. Aber ich blicke mal zu Michael Adamczewski, ob schon aus dem Chat einige Fragen aufgekommen sind und eröffne somit das große Podium auch. Ja, vielen Dank.
Natürlich sind einige Fragen eingegangen. Ich möchte mal beginnen mit einer Frage zu den Kindertagesstätten, die sich natürlich an die Frau Ries richtet. Hier hat Frau Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel von der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg die Frage, wie belastbar eigentlich die Aussage ist, dass in Kindertagesstätten aktuell nur ein Betreuungsauftrag wahrgenommen. Es wurde ja von einer Betreuungsnotwendigkeit gesprochen. Das heißt, nur bestimmte Personengruppen haben vorrangig die Möglichkeit, und der Oberbürgermeister soll sogar mal von einer Notbetreuung gesprochen haben. Und wie weit ist da die kommunale Steuerung im Kontext zu dem? Aber ganz grundsätzlich, wie belastbar ist diese Aussage, dass es reduziert ist auf ein reines Betreuungsangebot? Diese Frage wollte ich eigentlich gerne dem Herrn Marzen noch stellen. Insofern ist es gut, dass sie kommt. Also ich nehme es nicht so wahr, dass die Kindertageseinrichtungen auf ein reines Betreuungsangebot reduziert sind. Sie haben es allerdings bezogen auf, glaube ich, auf den Lockdown, wo eine sehr restriktive Zugangsbeschränkung stattfand. Das ist seit Mitte Mai ja so nicht mehr der Fall. Also liebe Frau Sommer-Himmel, hallo. Ich glaube, also meiner Wahrnehmung nach ist jetzt auch mit dem Besuch der Kitas und mit der Umsetzung auch der Konzeptionen und des Bildungs- und Erziehungsplanes derzeit durchaus die Kita als Bildungseinrichtung voll da und voll an der Arbeit. Wir haben im Frühjahr, wie ich schon gesagt, eine Beschränkung gehabt auf bestimmte sehr, sehr sorgfältig definierte sogenannte systemrelevante Berufsgruppen der Eltern. Da hat man sich tatsächlich leiten lassen von der Definition der Eltern und nicht über den Bildungs- und Betreuungs- und Erziehungsanspruch der Kinder selbst. Das ist aber im Moment nicht der Fall, sondern wir sind, wie ich ja vorhin gesagt habe, auch im Regelbetrieb. Wir können nicht alle offenen Konzepte in den Häusern im Moment umsetzen, weil wir sozusagen den Auftrag haben, Gruppen möglichst in sich geschlossen zu haben. Aber es hat mir noch keiner gesagt, dass in einer festen Gruppe keine Bildungsarbeit möglich sei. Also ich gehe davon aus, im Moment sind die Kinder Tageseinrichtungen als Bindungsorte sehr präsent und auch sehr wichtig. Sicherlich gibt es aber Themen, über die wir uns unterhalten müssen. Frau Trinkel und ich haben da vorhin kurz drüber gesprochen, dass eben in dem Bemühen und in der großen Anstrengung, den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, natürlich bestimmte, wir nennen es jetzt mal zusätzliche, aber in Anführungsstrichen Angebote, die aber letztlich Teil des Gesamtportfolios sein müssen. Also ich sage mal, wie es im Frühjahr war, solche Dinge wie Deutsch 240, also die Übergangsgestaltung auch zwischen Kindergarten und Grundschule, wo eben externes Personal in die Einrichtungen kommt, weil das Konzept eben so ist und wo man eben etwas restriktiver war, oder bestimmte Förderangebote kultureller oder auch therapeutischer oder sonstiger Art, wo man in dem Moment, wo man sagt, es sollen möglichst wenige Personen von extern die Einrichtung betreten, natürlich ein Teil des Förder- und Bildungsangebots durchaus eingeschränkt ist, aber die Kita als solche mit ihrem Personal ist nach meiner Wahrnehmung als Bildungseinrichtung präsent und aktiv. Herr Professor Marz, wie nehmen Sie das aktuell wahr? Also Sie hatten ja in Ihrem Vortrag sich bezogen auf die Situation im Lockdown. Wie würden Sie es aktuell beschreiben? Genau, also nur um das wirklich nochmal deutlich zu machen, das, was ich vorhin sagte, bezog sich auf die Situation im Frühjahr. Und ich halte das aber trotzdem wichtig, dass man das auch nochmal reflektiert. Also Schulen und Kitas waren die gleiche Zeit geschlossen und mir sind keine wirklich nachhaltigen Konzepte bekannt, in denen Kitas Angebote gemacht haben, beispielsweise für die Kinder, die halt kurz vor der Einschulung stehen in dieser Zeit. Also im Vergleich zur Schule nicht. Da gab es, es gibt auch sicherlich eine Schulpflicht, das ist eine wirklich andere Konstellation, in der man ist. Und das bezog ich vorhin genau auf diese Situation, ne? Dass da halt wirklich die Betreuung im Fokus stand. Jetzt würde ich sagen, sind die Kitas im vermeintlichen Normalbetrieb. Ich würde auch hier nicht von Normalbetrieb reden, wie in der Schule auch nicht. Aber natürlich, wenn die Kitas geöffnet sind und wenn das Personal da ist, dann finden da, davon gehe ich aus, auch die Bildungsangebote statt, wie sie unter normalen Umständen auch stattgefunden hätten. Mit der Einschränkung, wie sie gerade richtig beschrieben wurde, dass natürlich bestimmte Austauschprozesse nicht stattfinden können, weil die Kinder der Kita nicht in die Schule dürfen, die Erzieherinnen und Erzieher nicht in die Schule dürfen und umgekehrt. Michael Adamczewski, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Ja, klar. Nach dem ersten kompletten Lockdown, wo Schulen und Kindergärten, wie wir gerade gehört haben, komplett geschlossen waren, ist man ja jetzt der Überzeugung, dass Bildung systemrelevant ist und deshalb alles getan werden muss, um das möglichst lange offen zu halten.
Jetzt geht es um Lehrkräfte in Schule. Frau Gabriele Lösch stellt da eine Frage an Herrn Maas und an Frau Dringel, denn hier ist eine ganz große Sorge, wie mit der Heterogenität der Lehrkräfte umgegangen werden sollen. Es gibt einige, die bis spät in die Nacht arbeiten und sich vorbereiten, die darunter leiden, dass sie nur einmal wirklich einen Live-Kontakt überhaupt mit Lehrkräften haben im großen Zeitraum. Und ihnen fehlt konkrete Angaben über die Vorgehensweise für alle Lehrkräfte, was die zu tun haben, weil auch für Lehrkräfte dieses Homeoffice sich natürlich sehr, sehr unterschiedlich darstellen kann. Heterogenität der Lehrkräfte, klare Ansage von Seiten Bildung und Schulreferat. Und Sie? Wie bringt man sie alle in ein Boot? Also das ist natürlich ein Thema, das uns schon sehr, sehr lange beschäftigt, weil wir das natürlich auch schon im März gesehen haben während des Lockdowns, dass es da ganz, ganz verschiedene Ansätze gibt bei dem Thema. Und ich spreche dann natürlich auch aus persönlicher Erfahrung. Ich habe bis vor kurzem noch selbst unterrichtet, deswegen weiß ich, dass es gerade im Lehrberuf sehr, sehr schwierig ist, weil es gibt die eine Seite, die bis in die Nacht arbeitet und die da immer noch tüftelt und immer schaut. Und es gibt die andere Seite, die sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Und ich glaube, man muss einfach zu einer guten Mischung kommen, zu einer Balance kommen. Und das ist im Lehrberuf ganz, ganz schwierig, weil man natürlich da keine festen Arbeitszeiten hat, sondern es fällt eben das an, was gemacht werden muss. Und man hat jetzt gerade auch während des Lockdowns gemerkt und auch jetzt auch in dieser Phase, in der man ja auch zwischen Präsenzunterricht und einzelnen Klassen, einzelnen Lehrkräften in Quarantäne ist, dass da für Lehrkräfte doch, ich sage mal, ein sehr, sehr hohes Anstrengungsniveau da ist, weil sie müssen auch sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Zum einen gibt es da den Unterricht in der Klasse, dann gibt es aber auch den Unterricht von zu Hause in die Klasse oder von der Klasse nach Hause. Also da gibt es auch sehr verschiedene Formen, die auf einmal anzuwenden sind. Das sind alles neue Dinge, in die sich Lehrkräfte einfinden müssen, genauso wie das Thema Digitalisierung. Es ist natürlich da schon viel vorangebracht worden, aber jetzt merken wir, dass natürlich wir viel, viel mehr Lehrkräfte noch auf dieses Thema mit aufsetzen und das ist auch nochmal, sind sehr viele neue Dinge, die da passieren. Also Lehrkräfte haben natürlich sehr, sehr hohe Anstrengungen in den letzten Monaten erlebt, das ist ganz klar. Und da ist es auch wichtig, ich spreche jetzt hier erstmal für die städtischen Schulen, denn für die sind wir als Schulreferat Arbeitgeber. Wir haben ja in der Stadt Nürnberg sowohl städtische als auch staatliche Schulen und sind aber auch immer in enger Abstimmung mit den staatlichen Stellen, mit den Ministerialbeauftragten, dass wir das Thema Lehrergesundheit und auch Work-Life-Balance, muss man ja auch mal nennen, dass wir das nicht vernachlässigen, weil wir schon gesehen haben, dass gerade auch in dieser digitalen Zeit diese permanente Erreichbarkeit für die Lehrkräfte, wenn eben abends noch Fragen von Eltern oder von Schülern eintrudeln, lässt man das dann wirklich liegen oder bearbeitet man es nicht doch noch schnell noch, weil man ja auch hier weiterhelfen möchte, hier ein Feedback geben möchte. Sie haben vorhin das Thema individuelles Feedback angesprochen, das ist ja auch so ein Punkt. Also das sind natürlich große Fragestellungen, vor denen wir hier stehen und die wir auch gemeinsam weiterentwickeln müssen. Und deswegen ist es schon irgendwann so, meine ich, dass wenn wir auch, was die Infektionszahlen betrifft, irgendwann weiterkommen und es hier noch viel, viel mehr unterschiedliche Formen gibt, dass wir uns überlegen müssen, und wir überlegen uns das jetzt schon sehr genau, wie können wir hier mehr Struktur schaffen einfach und wann ist es einfach auch besser, dass man sagt, man geht eine Zeit mal in den Wechsel oder in den Distanzunterricht, damit wir diese Strukturen auch nochmal klarstellen für eine kurze Zeit. Wann ist da was geplant oder wann können Lehrer darauf warten, dass von Seiten der Stadt Nürnberg da eine Vorgabe kommt oder eine Leitlinie, nenne ich es mal, wie man sich strukturieren kann, ob man zwischen 20 und Uhr abends und 7 Uhr morgens einfach den Rechner ausschalten kann? Also wie kann so eine Struktur ausschauen und wenn die kommt, es wann wird die niemand kommen? Nach 20 Uhr irgendwelche Anfragen beantworten. Also das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Geschichte, die man auch für sich selber mal entscheiden muss. Ja? Das ist das eine. Und da muss auch klar sein, es gibt eine Struktur, genauso wie es jetzt auch vom Kultusministerium für den Distanzunterricht ganz klare Vorgaben gibt. Es gibt eine Unterrichtsstruktur, die möglichst nach dem Stundenplan ablaufen soll. Es gibt eine gemeinsame digitale Sitzung oder einen digitalen Unterricht
dass der Unterricht beginnt, einen ja, Morgenimpuls wird es genannt. Und so ist es da auch, irgendwann muss man auch ganz klar für sich die Grenze setzen. Und wir als Stadt Nürnberg überlegen uns natürlich auch sehr genau, wann gehen wir in den Distanz- und in den Wechselunterricht, obwohl wir das nicht wollen. Ich sage das noch einmal ganz explizit, wir wollen auf den Präsenzunterricht so lange wie möglich wirklich da auch schauen, weil es gerade in den unteren Jahrgangsstufen auch natürlich ein riesiges Betreuungsproblem ist für die Eltern. Und das ist ja auch in Abstimmung mit dem Sozialreferat immer unsere oberste Maxime. Aber wenn wir gehen, dann müssen wir uns das gut anschauen. Und dann haben wir natürlich auch Konzepte, die sagen, wir überlegen uns erstmal, wie es an den weiterführenden Schulen gehen kann, an den beruflichen Schulen, wo Schülerinnen und Schüler eben schon so in dem Alter sind, wo sie eben keine Betreuung mehr brauchen, aber wo sie auch so selbstständig sein können, dass sie von zu Hause auch ihren Teil der Bildung mitnehmen können im Distanzunterricht. Das wäre der erste Schritt. Und dann erst wird man in die unteren Klassen gehen. Aber es gibt, um das noch abzuschließen, es gibt keine konkrete Zahl, an der wir das jetzt festmachen, wo wir sagen, ab diesem Inzidenzwert gehen wir in diese Stufe, sondern es kommt ganz individuell auf die jeweiligen Schulen an. Das schauen wir uns täglich an. Aktuell ist es ja ein Thema, Traunstein ist ja wieder in den Distanzunterricht gewechselt. Herr Professor Marz, was würden Sie da Lehrkräften raten? Wie können die sich da selber vielleicht auch strukturieren und darauf schauen, dass sie nicht verbrennen in dieser doch sehr anstrengenden Zeit? Also ich kann das, was Frau Trinkel gerade gesagt hat, im Prinzip unterstreichen. Ne? Also bei einigen Punkten würde ich aber schon vielleicht nochmal nachhaken und sehe da vielleicht auch diese berüchtigte Chance in der Krise oder die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob wir Dinge verändern sollten. Sie hatten beispielsweise gerade ja gesagt, es gibt keine feste Arbeitszeiten für Lehrkräfte. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche Äußerung oder auch Einstellung, die man von dem Lehrerberuf hat. Und vielleicht regt uns das dazu an, darüber nachzudenken, ob das Deputatsmodell, das wir in Deutschland fahren, wirklich das Richtige ist. Wir sind im internationalen Vergleich ja eines der wenigen Länder, die das noch fahren, oder ob eine klassische Arbeitszeitregelung nicht etwas wäre, was angebracht wäre, womit möglicherweise auch zusammenhängen könnte, dass man Arbeitsplätze an den Schulen für Lehrkräfte einrichtet. Ich weiß, dass das eine heikle Diskussion ist. Bei meinen Studenten stoße ich da immer auf wenig Gegenliebe, wenn ich diese Modelle ins Spiel bringe, weil das halt doch auch die Alltagsstruktur von Lehrkräften grundlegend verändern würde. Aber ich würde es machen, letztendlich, oder darüber nachdenken, zum Schutz der Lehrkräfte, nicht mit anderen Intentionen. Ein zweiter Punkt, also der Wechsel in den Distanzunterricht oder in den Hybridunterricht ist meines Erachtens überhaupt keine Erleichterung für Lehrkräfte. Im Gegenteil, die Anforderungen werden dadurch vielfältiger, weil es, wenn man im Wechselunterricht ist, man hat ja nicht mehr Personal zur Verfügung, aber man verteilt die Arbeitszeit möglicherweise anders und man muss ja auch die Kinder und Jugendlichen dann mit entsprechenden Formaten bedienen, die halt gerade nicht in der Schule sind. Insofern finde ich, dass das diese Präsenzregelung schon die ist, die, wenn sie mit den gesundheitlichen, medizinischen Rahmenbedingungen vertretbar ist, die wirklich auch aufrechterhalten werden sollte. Was kann man den Lehrkräften empfehlen? Man kann den Lehrkräften zunächst wünschen, dass sie gute Schulleitungen haben. Schulleitungen sind an dieser Stelle, glaube ich, absolut wichtig, die vorangehen, die Vertrauen geben, die Ideen entwickeln, die auch sagen, das ist die Perspektive, die wir als Schule eingehen wollen, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Also die Lehrkräfte mitnehmen, auch wenn das vielleicht schwierig ist, aber jetzt kommt gerade die Sonne hier durch die Fenster, Begeisterung auch in dieser Situation zu schaffen für diese Situation, die einfach nun mal da ist und wir können sie uns nicht wegwünschen. Das, glaube ich, das kann ganz viel unterstützen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir gerade Schulleitungen jetzt auch weiterqualifizieren? Wie können wir denen Unterstützungsangebote an die Hand geben, damit sie das in die Schulen tragen beispielsweise? Was ich ebenfalls für essentiell halte, dass auch wenn die Lehrkräfte vor Ort sind und sich dann nicht mehr in der Weise, wie sie es gewohnt sind, austauschen können, dass sie digitale Formate finden. Das machen wir in vielen anderen Kontexten auch. Also auch bei uns am Institut findet im Prinzip seit Monaten jeglicher Austausch sowohl auf der Institutsebene als auch in den Projekten online statt. Das ist nicht immer schön, aber das ist das Einzige, was gerade geht. Und wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man einfach verstärkt nochmal in die Schulen versuchen
könnte zu bringen. Nutzt die Möglichkeiten, die da sind. Dazu wäre es wichtig, dass Schulen die technischen Möglichkeiten haben, entsprechende Online-Foren auch nutzbar machen zu können für ihre Lehrkräfte, dass das nicht eigene Lizenzen sein müssen, die dann angeschafft werden. Also das sind manchmal relativ kleine und niederschwellige Unterstützungsleistungen, die man bringen kann, die aber viel helfen, die auch symbolischen Charakter haben. Wenn ich als Lehrkraft sehe, okay, die Stadt, das Land, die sehen die Problematik und die ermöglichen uns, mit Zoom zu arbeiten. Datenschutz ist alles richtig. Lieber sollen die mit Zoom arbeiten in der Zeit und sich austauschen und Unterricht ermöglichen, als vor dem geschlossenen Laptop zu sitzen. Werden fleißig grüne Fragekärtchen nachgereicht aus dem Chat. Ja, Bildung findet ja keineswegs nur in der Schule statt und einige Entscheidungen sind für Beteiligte oftmals nicht nachvollziehbar. Deshalb ist hier eine konkrete Frage von der Inga Hager aus der Musikschule, warum aktuell Instrumentallehrer aus der Musikschule nicht an öffentlichen Schulen unterrichten dürfen. Ob denn wirklich zwei Personen in einem Raum ein höheres Infektionsrisiko darstellen? Und das ist eigentlich nur eine Frage, die aber sehr konkret ist, wo momentan Kultur ja in Schule eigentlich nicht abgegriffen werden kann, obwohl es ein ganz wichtiger Baustein ist und sehr, sehr viele Ergänzungen im Schulalltag von der Kultur getragen werden. Und das spüren Schulen schon sehr stark, dass hier diese Restriktionen so stark vorhanden sind. Frau Professor Lena. Ja, uns bzw. dem Geschäftsbereich Kultur gehören die Schulgebäude nicht. Das ist vielleicht, ich will jetzt nicht den schwarzen Peter an Frau Trinkel weitergeben, aber sie kann das vielleicht noch viel besser und konkreter beantworten. Also uns wurde mitgeteilt, wir haben natürlich diese Fragen immer wieder gestellt, dass es ja durch die Abstandsregelungen, durch die Hygieneregelungen ist ja der Unterricht, sage ich mal, von den Räumlichkeiten her oder umgekehrt sind die Räumlichkeiten mehr belegt und intensiver belegt für den Regelunterricht. Und da passen dann einfach unsere außerschulischen Angebote leider nicht hinein. Also das ist die Antwort, die wir bekommen. Gleichwohl, wir vermissen das sehr schmerzhaft, das muss ich sagen. Genauso wie natürlich auch das Angebot unserer Volkshochschule, des BZs, das ja häufig in den Schulen, in den Schulhäusern stattfindet. Also hier sind wir quasi die Untermieter. Und bitte, liebe genau. Cornelia Trinkel, vielleicht ist die Antwort hier noch präziser. Ich kann das bestätigen, was Julia Lehner gerade gesagt hat. Wir bedauern das auch zutiefst, dass diese ganzen Angebote derzeit nicht so stattfinden können, wie sie normalerweise stattfinden, weil wir hier sehr breite Angebote haben. Und das ist ja was generell die ganze Situation auch in der Ganztagesbildung betrifft, dass wir hier starke Einschränkungen haben, nicht nur im kulturellen Bereich, auch was das Thema Essensverpflegung betrifft, was das Thema Schularbeitsgemeinschaften betrifft. Also wir sehen, da sind wir sehr stark eingeschränkt, weil wir auch klare Vorgaben haben zum Thema, welche Drittpersonen dürfen denn überhaupt rein in unsere Liegenschaften, in die Schulen. Und deswegen halten wir uns da ganz klar an die Regelungen, die es gibt. Das geht ja auch weiter. Gerade jetzt im November, den Lockdown Light, zu den Schulliegenschaften gehören ja auch die Sporthallen. Ich bin ja auch Sportreferentin. Der Amateursport kann im Moment keinen Sport ausüben. Das sind Dinge, die wir gerade zutiefst bedauern, aber wir müssen uns an die Vorgaben halten. Und natürlich arbeiten wir an Konzepten, dass sobald es hier Lockerungen gibt, auch Dritte wieder in die Schulen können. Und Sie dürfen versichert sein, dass wir auch, was das Thema Musikunterricht, kulturelle Bildung hier auch eng zusammenarbeiten. Wir haben ja auch schon, was das Thema Kurse, VHS-Kurse in den Schulgebäuden betrifft, hier engen Kontakt, weil uns es wichtig ist, dass das so schnell wie möglich wieder losgehen kann. Aber wir müssen uns auch an die Rahmenbedingungen halten, die uns durch den Freistaat hier vorgegeben werden. Die Frage hat auf jeden Fall auf dem Podium bewegt. Ich habe von links und rechts Wortmeldung bekommen. Frau Ries, machen wir ganz kurz für die das macht nämlich einen Punkt auf, deutlich, den der Herr Marz vorhin angesprochen hat, das Thema Heterogenität und Umgang damit. Und wir lösen das zum einen natürlich in der Gruppe immer mit bestimmten Bildungsangeboten, aber es ist, glaube ich, in Deutschland sehr spezifisch, dass wir sehr, sehr viel Spezialisierung und in Teilsystemen dann bestimmte Bildungsaufgaben oder Förderungsunterstützungssysteme haben. Beispielsweise, wenn ich die Erwachsenenbildung anschaue, dann habe ich eben das System der Integrationskurse, dann habe ich das System, was nach der Bundesagentur für Arbeit normiert ist, dann habe ich Volkshochschulsysteme, dann habe ich schulische oder betriebliche Ausbildungsorte. Und in der Corona-Pandemie, wo es ganz stark auch über rechtliche Regelungen und
und Anordnungen geht, stellen wir eben fest, dass jedes Subsystem für sich dann eine Regelung trifft und die aber ineinander nicht greifen. Und das ist sozusagen das Plädoyer, was wir in den Bildungskonferenzen, das ist jetzt ja die 12. und es wird nicht die letzte sein, immer wieder auch haben, stärker integriert zu denken und zu versuchen, die verschiedenen Subsysteme, die jedes für sich aus seiner Logik heraus bestimmte Regelungen trifft und da auch seine Gründe hat oder eben bestimmte anordnende Behörden diese Logik zu Recht möglicherweise verfolgen, aber im Miteinander klappt es dann nicht. Wir hatten es gerade beim Thema Übergang Grundschule, Kita-Grundschule, wo dann eben die Regelung für die Kindergärten und die für die Schulen nicht vereinbar ist oder wo es da knirscht. Wir haben das Thema kulturelle Bildung im Zusammenspiel mit Schulen, wo bestimmte Dinge eben nach unterschiedlichen Logiken möglich oder nicht möglich sind. Wir haben das in allen Bereichen des Bildungssystems, bei der betrieblichen Bildung, bei dem Zugang in Ausbildung hatten wir das Thema, dass Quapo zum Beispiel, weil es bestimmte andere Regelungen anzuwenden waren, nicht möglich war, obwohl es ein wichtiges Element ist, dass Kinder und dass Jugendliche ihren Mittelschulabschluss erreichen. Und so haben wir an ganz vielen Stellen eben die outgesourcete Heterogenität, sage ich mal, die sich in verschiedenen Teilangeboten hervorragend abbildet, die aber in so einer Krise wie jetzt, wo jeder stärker nach Regeln arbeitet und mal weniger ad hoc kooperativ unterwegs sein kann, zu erheblichen Problemen führt. Insofern müssen wir da weiter dranbleiben an dem Thema integrierte Angebote. Nun sind Sie drei ja politische Akteurinnen. Also wenn hier jemand etwas verändern könnte auf dem Podium, dann Sie drei. Frau Lehner, Sie hatten Ich wollte das noch ergänzen. Ich meine, dieses ganze Thema haben wir ja beispielsweise jetzt prinzipiell mit unseren VHS-Angeboten. Also Gruppen, die sonst mit 50 Personen, sage ich einmal, unterrichtet werden, können gerade noch 15 zulassen. Also das bedeutet, entweder mehr im Programm letzten Endes stattfinden zu lassen, aber das heißt auf der anderen Seite am Ende des Tages einen eklatanten Mangel an Räumlichkeiten. Das ist natürlich eine Situation, die hatten wir so noch nie. Also von daher sage ich mal, wir versuchen uns an der Stelle auch wirklich dann auszutauschen oder zu fragen, kann man nicht mal in eine andere Einrichtung etc. Aber aufgrund des Reglements und der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind wir hier ganz, ganz schnell einfach am Ende der Fahnenstange. Das heißt, Ihre Aussage ist, die Kommune wiederum ist da nachgeordnet und muss anderen gesetzlichen Regularien folgen? Das heißt, positiv gewendet, dass wir den Weg, den wir gehen, an den Stellen, wo wir strukturell das versuchen können zu integrieren, weitergehen müssen. Das hat uns in der Krise an manchen Stellen jetzt nicht geholfen, weil eben die Einschnitte so abrupt und auch so glasklar waren, ja, nicht immer, aber jedenfalls hart. Aber das Thema integrierte Ganztagsbildung beispielsweise, da wo wir es in Grundschulhäusern realisieren können, dass eben Hort- und Mittagsbetreuung und Grundschule zusammenarbeiten, da geht es besser. Das heißt, wir müssen die Strukturen so aufstellen, dass sollte mal wieder sowas kommen, wir dann besser unterwegs sind und an den Stellen, wo wir schon so weit sind, geht es auch besser. Herr Professor Marz, Sie rutschen schon so ein bisschen auf Ihrem Stuhl hin und her. Ich finde das sehr interessant, was Sie diskutieren. Ich finde die Frage auch sehr gut, weil sie auf verschiedene Problemlagen hindeutet. Mhm. Auch Sie haben noch mal den Bogen zum Sport gespannt. Da gibt es, und das ist das, was ich auch vorhin im Vortrag meinte, es gibt Regelungen auch zwischen den Ländern, die unterschiedlich sind bei gleichen Rahmenbedingungen. Also in Bayern dürfen keine Sporthallen genutzt werden. In Berlin darf aber der Freizeitsport für Kinder bis 12 Jahren stattfinden. Erklären Sie mal das den Eltern hier in Nürnberg, dass das hier nicht geht, aber in Berlin geht das. Es gibt keine Rationale dafür. Und das ist das große Versäumnis an Politik, was ich Politik vorwerfe, wenngleich ich heidenfroh bin, dass ich keine politische Verantwortung trage in diesen Tagen, weil da, glaube ich, beneidet man niemanden darum, jetzt Entscheidungen zu treffen. Die Frage der Musikschule auch. In meiner Heimatkommune ist der Musikunterricht in den staatlichen Musikschulen untersagt, in den privaten ist er aber erlaubt. Was ist da die Rationale? Die können meinetwegen 50 Meter auseinander liegen, die Musikschulen, haben die vergleichbare Räumlichkeiten, aber unterschiedliche Regelungen. Und das sind Informationen oder Entscheidungen, die von Eltern und von Kindern und auch vom Personal einfach nicht nachvollzogen werden können, zu Recht nicht nachvollzogen werden können. Und das ist nicht gut in der Situation, weil wir brauchen Informationen, die nachvollziehbar sind, damit sie akzeptiert und umgesetzt werden.
Und der zweite Punkt, der problematisch an der Sache ist, sie versperren möglicherweise den Weg in neue Richtungen, den wir gehen können. Wir hatten vorhin über die Kultureinrichtungen gesprochen, über Museen. Warum könnten Museen nicht einfach als Bildungsort jetzt genutzt werden, den halt Schulklassen auch nutzen? Ob sie beispielsweise in der Schule sind oder ins neue Museum gehen, wo sie auch Abstand halten können. Abstand müssen sie in der Schule ohnehin nicht halten. Auch da könnte man halt auch das Personal in den Kultureinrichtungen wieder mit aufnehmen. Auffangen etc. Man könnte sich da sogar Teilungsunterricht vorstellen, dass ein Teil der Gruppe in der Schule ist und ein Teil der Schülerinnen und Schüler macht halt dann Unterricht in den Museen und in den Kultureinrichtungen. Also da wären Möglichkeiten, die man zumindest mal denken könnte, ob man sie dann umsetzen kann, ist ja vielleicht noch sei dahingestellt. Aber ich glaube, es gäbe schon noch Möglichkeiten, die man hier weiterentwickeln kann. Darf ich gleich diesen Ball aufnehmen? Wunderbar. In der Tat, wir sind an solchen Konzepten. Ja. Also wir sind gerade dabei, zum Beispiel mit dem Scharrer-Gymnasium. Das liegt ja gleich an unserem sogenannten Pellerhaus. Das ist eine Institution, das wir in das Haus des Spielens umformieren wollen. Und hier gibt es jetzt Konzepte in Zusammenarbeit mit unseren städtischen Museen, tatsächlich Unterricht in den Museen zu gestalten. Und analog, aber auch auf der anderen Seite dazu, Konzepte unseres Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums direkte digitale Formate zu entwickeln, die man an die Hand geben kann für den Regelunterricht. Also von daher auf beiden Seiten zu arbeiten, ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn der analoge Besuch im Moment im Museum nicht vor Ort stattfinden kann, dann ein digitales Angebot der Lehrkraft zu geben, der Schule zu geben, dieses dann auf diesem Weg zu präsentieren. Also ich danke für die Steilvorlage. Hier ist Nürnberg also auf, sage ich mal, freiwilligen Wege unterwegs, so etwas zu organisieren. Ich kann das nur ergänzen. Eine tolle Sache. Und ich merke auch im Gespräch mit den Schulen, dass da eine sehr, sehr große Offenheit besteht, was das Thema virtuelle Unterrichtsgänge betrifft. Und es werden auch ganz innovative Konzepte entwickelt. Also es geht ja nicht nur darum, wie ist man digital jetzt anders unterwegs, sondern ich habe auch ein Thema neulich in der Mittelschule gehabt, ein Unterrichtsspaziergang. Und da nehme ich viele Dinge mit, wenn ich das mache. Also da gibt es wirklich Dinge, die sich auch verstetigen können und sollen. Also aus der Krise kann man auch in gewisser Weise lernen. Und das ist das, was Sie auch am Anfang gemeint haben, diese guten Konzepte, die man daraus entwickeln kann, die sollte man weiter mitnehmen. Michael Adam. Ich muss trotzdem noch mal auf die Frage von der Frau Hager zurückkommen. Die ist eigentlich relativ einfach. Und ich weiß nicht, welche gesetzliche Regelung das verhindert. Warum dürfen die zu zweit da nicht rein und ihren Musikunterricht machen? Denn wir alle wissen, wie wichtig genau diese musischen Fächer, wie wichtig der Sport ist, wie wichtig frische Luft ist. Und all das wird momentan untersagt. Wie soll die Entwicklung von den Kindern da möglich sein? Die werden ja alle durch dieses fehlende Moment ausgebremst in ihrer Entwicklung momentan. Also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, das Thema Betretung von dritten Personen in die Schule ist gerade ein großes, aber es ist ja nicht so, dass in der Stadt Nürnberg alle Musikangebote deswegen nicht stattfinden. Also ich möchte nur zwei exemplarisch nennen. Das ist das Angebot Mubikin im Kindergarten und Grundschulalter findet nach wie vor statt und auch das Projekt der Universität Klasse Impuls, das sind auch Dinge, die finden alle statt. Also es ist nicht so, dass jetzt alles brach liegt, aber es gibt eben gewisse Regelungen, an die wir uns halten müssen. Wir sind mit vielen Dingen auch nicht glücklich, das ist klar, und versuchen da auch an den Stellen, wo wir Hebel ansetzen können, das zu tun. Ich denke, da spreche ich auch für die Kolleginnen, dass wir da auch dementsprechend an andere politische Ebenen herantreten, um hier versucht auch noch nachzujustieren und zu optimieren, weil es ist halt mal so, auf diese Situation war keiner von uns vorbereitet zu Beginn von diesem Jahr. Und es ist immer so, wenn es eine Regelung gibt, die für den ganzen Freistaat gilt, dann kann es sein, dass es da an der einen oder anderen Stelle im Detail halt nochmal Dinge gibt, die man nachjustieren muss. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe und da arbeiten wir dran. Schauen wir mal, was noch für Fragen im Chat aufgetaucht sind. Ja, eine Frage, die heute im Kontext von sozialer Ungerechtigkeit schon öfters angeklungen ist, auch in dem Interview, das aufgezeichnet wurde. Es geht ja nicht nur um die technische Ausrüstung, sondern genau um den Personenkreis, der nicht in der Lage ist, solche
Settings zu Hause vorzufinden, die also weder die technische Ausstattung noch ihren eigenen Raum, wo sie lernen können, noch die Gelegenheit haben, sich hier in irgendeiner Form in Ruhe auf irgendwas vorzubereiten. All diejenigen haben jetzt massiv Probleme, wenn eben so viele Präsenzzeit in der Schule nicht in der Form stattfinden kann oder eben online stattfinden muss. Hier geht es darum, gibt es auch Lernräume, die geeignet sind, oder können Schulen zum Beispiel, wenn ich nicht in der Ganztagsschule bin, am Nachmittag solchen Personenkreis entsprechende Lernräume zur Verfügung stellen, damit hier die Möglichkeit besteht, diese soziale Ungleichheit, die wir jetzt gerade in Corona noch sehr, sehr verstärkt erleben, ausgeglichen werden können. Soll ich gleich? Gerne. Ja, also ich habe es ja eingangs schon ganz kurz angesprochen. Natürlich müssen wir solche Lernräume schaffen. Das ist zum einen möglich in Schulen, wie Sie sagen, in speziellen Räumen, damit man hier diese Settings gestalten kann, damit man hier in Ruhe die Aufgaben erledigen kann. Aber ich habe es auch schon angesprochen, was mir auch wichtig ist und wo wir auch hier gerade versuchen, hier wirklich in die Umsetzung zu gehen, ist das Thema sprengelorientierte Lernräume. Also wenn wir in der Schule eben nicht diese Räume zur Verfügung haben, weil wir durch kleinere Gruppen auch diese Räume brauchen, dann müssen wir uns auch überlegen, wo können wir denn hingehen. Ich nenne das Stichwort Bibliothek, ich nenne das Stichwort Kulturladen. Ich denke, da müssen wir einfach offen sein, dass wir hier diese Lernräume schaffen, und da sind wir dran. Wir hatten das ja in der letzten Schulausschusssitzung auch als großes Thema, welche Lehren ziehen wir daraus, und da war das auch eins der Themen, die wichtig sind. Aber es ist natürlich trotzdem, Sie haben das Thema Ungleichheit angesprochen. Ich habe Schüler, die sind schon das zweite oder dritte Mal in Quarantäne gewesen. Ja? Und da ist natürlich schon die Frage, ist das gleich oder gerecht, wenn die nur im Distanzunterricht die Inhalte mitbekommen, während andere Schüler das vor Ort mitbekommen? Also wie kann ich denn da auch Leistung bemessen? Das ist der Punkt, den wir natürlich als Kommune, als Sachaufwandsträger nicht lösen können. Da ist der Freistaat auch gefordert, hier, ich sag mal, pragmatische Lösungen zu finden. Aber das sind Dinge, die kommen jetzt auf uns zu, und da müssen wir Antworten finden drauf. Also es hat nicht nur mit den Räumlichkeiten zu tun, sondern es geht auch darum, wie bringe ich die Jugendlichen auch inhaltlich hier weiter. Michael Adamczewski, es sind noch einige grüne Karten in der Hand. Ja, ich kann vielleicht hier an die Thematik anknüpfen. Frau Schmelzer, familienfreundliche Schule, stellt die Frage, wie können die Eltern ein bisschen mehr als Bildungsbegleiter ihrer Kinder gewonnen werden? Wie kann hier dafür gesorgt werden, dass die mehr in die Pflicht genommen werden? Wir haben ja kennenlernen müssen, dass ganz viele Eltern von der Situation im ersten kompletten Lockdown überfordert waren. Sie haben keine Möglichkeiten gewusst, ihren Kindern zu helfen, ihre Kinder zu beschäftigen. Und hier taucht die Frage auf, ob es notwendig ist, gerade für Eltern Unterstützungsangebote zu machen. Und da ist die Frage, die gesamte Runde. Das ganze Podium ist hier gefragt. Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Professor Maas, was Sie aus der theoretischen Perspektive, Forschungssicht. Ja, die Frage ist sehr, sehr gut, aber sie ist auch ein bisschen gefährlich, meines Erachtens. Also einerseits ist es richtig, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, und das auch ohne Corona. Ne? Also dass man immer sagt, naja, Schule funktioniert im Prinzip, wenn Schüler, Eltern und Lehrer zusammen agieren. Und ich glaube, in gute Elternarbeit zu investieren, das lohnt sich. Und da fehlt es vielleicht auch noch an durchgängigen Konzepten, die man umsetzt. In der Phase, die wir im Frühjahr hatten bei der Schulschließung, dass Eltern da überfordert waren. Ich bin auch Vater und ich war auch überfordert. Zu Hause mit zwei schulpflichtigen Kindern, Homeoffice und allem Möglichen und ewige Verfügbarkeit auch über Online-Konferenzen. Man hat keine Zugfahrten mehr, man hat keine Vor- und Nachbereitungszeiten mehr. Und ich glaube, da können wir froh sein, dass die Zeit vorbei ist. Denn da haben sich ja in den Familien grundsätzliche Konstellationen verschoben. Also die Eltern waren auf einmal Lehrkraft. Das sind sie aber nicht. Das sollen sie auch gar nicht. Die Eltern sind dazu da, um die Kinder aufzufangen, dass das die Kinder sich dort halt auch fallen lassen können. Und auf einmal waren Eltern diejenigen, die halt sagen, du musst das noch machen und jenes noch machen. Also das war eine Überforderungssituation. Und ich würde mir wünschen, dass diese nicht wiederkommt. Und jetzt nachzudenken, was kann man da rausziehen und wie kann man Elternarbeit dann wirklich angehen? Wie kann man Elternarbeit mit kultureller Arbeit beispielsweise verbinden? Weil viele Eltern sind kulturell aktiv. Da könnte man eine neue
Schiene finden, die man gemeinsam geht beispielsweise. Und auf der anderen Seite, und deswegen habe ich gesagt, es ist gefährlich, darf man Eltern auch nicht überstrapazieren. Sie sind wichtige Bildungspartner, aber sie sind keine Ersatzlehrer, sie sind keine Hilfslehrer und sie haben auch nicht das zu kompensieren, was in der Schule nicht funktioniert, sondern sie sind Unterstützer zu Hause und in allererster Linie sind sie Eltern. Frau Trenkel, wie sehen Sie das aus der schulischen Perspektive? Sie sind auch Mutter? Ich bin auch Mutter und Lehrkraft. Also das heißt, ich habe die Perspektive und ich sehe es auch bei meiner Tochter so. Von mir lässt sie sich ganz wenig sagen, was das Thema Bildungsinhalte betrifft, sondern da ist es auch wichtig, dass das von außen kommt. Und deswegen kann ich das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Eltern sind keine Lehrkräfte. Sie haben ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Sie sollen ein offenes Ohr haben. Sie sollen Mut haben. Sie sollen bestärken. Da ist das Thema Familie ein ganz anderes. Und das hat nichts mit Schule zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Eltern auch klare Strukturen geben. Deswegen, was das Thema nochmal Präsenzunterricht betrifft, das ist mir nochmal wichtig, das zu betonen, wie Sie gesagt haben, dass die Schulen so lang wie möglich offen bleiben. Aber auch, dass das, was dann zu Hause stattfindet, in einem Distanzunterricht planbar ist, dass da auch ein gewisser Stundenplan da ist, dass eine Struktur da ist. Das ist alles, sind alles Dinge, die wichtig sind und natürlich müssen wir die Eltern mit ins Boot nehmen und ich habe da ganz tolle Beispiele auch an unseren Nürnberger Schulen gesehen. Es fanden online Elternabende statt zum Thema, wie kann ich digital mein Kind noch besser unterstützen in einem Distanzunterricht jetzt im Frühjahr, aber auch, wie kann ich mein Kind als Mama, als Papa motivieren? Das, glaube ich, sind auch Punkte, die müssen wir noch stärker nach außen bringen. Da ist an den Schulen auch sehr, sehr viel gelaufen in der Kommunikation mit den Eltern. Und das ist ja auch noch ein Punkt zum Thema Ansprechpartner, Schule, Eltern. Da ist ja auch gerade sehr, sehr viel am Laufen. Was auch an den Schulen da täglich ankommt, sei es nur in einem Fall, dass jemand Kontaktperson ist oder Corona hat. Also was da die Schulen auch an Elternarbeit mit auffangen gerade, das ist eine ganz enorme Leistung. Also das ist auch was, was man noch viel mehr in Strukturen fassen kann. Da sind wir auch als Schulreferat dran, hier noch mehr Infos geben zu können. Wir haben jetzt unsere Homepage nochmal so gestaltet, auch dass die Schulen nochmal hier viel mehr Elterninfos drauf haben. Wie gehe ich denn vor bei gewissen Fällen? Also da ist einiges am Laufen. Aber ich möchte das nochmal unterstreichen, was gesagt wurde. Ganz kurz ergänzend, aber genau das, diese Eltern nicht als Lehrkraftersatz, sondern eben als Erziehungspartnerschaft mit Schule, aber auch mit Kita zu sehen, das ist ja auch genau der Inhalt unseres langjährigen Projekts Familienfreundliche Schule, aber auch sehr, sehr viele Kontakte zwischen Erzieherinnen und Lehrkräften und Eltern oder auch JugendsozialarbeiterInnen an Schulen. Also sprich, genau diese Partnerschaft zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen, denke ich, ist immer wichtig, unabhängig von Corona. Und da haben die Fachkräfte, egal welcher Institution, auch sehr, sehr viel geleistet in der Zeit, indem sie eben für Eltern nicht im Sinne von Eltern müssen jetzt Kindern den Lernstoff vermitteln, sondern indem sie Eltern auch in dieser schwierigen und unsicheren Zeit als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, sehr, sehr viel geleistet. Wenn Eltern trotzdem mit ihren Kindern eine gewisse Bildungsreise machen wollen jetzt in der Corona-Zeit, was würden Sie empfehlen? Also ich denke, das ist insgesamt ein echtes soziopsychologisches Problem, das jetzt in dieser Pandemie ja sich auf alle Bereiche bezieht. Also viele fühlen sich tatsächlich so alleingelassen, also gehen ganz schwer damit um, so auf sich zurückgeworfen zu sein und in eine Rolle kommen zu müssen, ob das bei den Eltern ist, wo sie jetzt plötzlich zur mehr oder weniger Bildungsinstitution gelangen. Das gibt es natürlich in ganz verschiedenen Bereichen bei uns. Und was wir dabei lernen müssten und gewappnet zu sein. Wir brauchen, glaube ich, viel mehr Andock-Situationen, Stationen der Beratung, also wo man tatsächlich einfach auch ohne Scheu und ohne das Gefühl zu haben, ich bin jetzt dann minder qualifiziert in meiner Rolle, einfach Fragen stellen darf. Also wir haben das beispielsweise, und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber alleine durch diesen ganzen Zuschussdschungel zu gelangen, also das ist ja auch wirklich ein ganz schwieriges Unterfangen. Es gibt Rettungsschirme und nochmal Rettungsschirme und viele Menschen wissen überhaupt nicht, ist der für mich zuständig und das sind jetzt nicht die Dümmsten oder die Uninformierten, alleine dort eine Einrichtung zu haben. Wir haben das eingerichtet, wo man anrufen darf, wo man einfach, sage ich mal, die sogenannte dumme Frage stellen kann, ohne abgewiesen zu werden. Und ich denke, das ist bestimmt auch in dem Bereich die Rolle der Eltern jetzt, auf die jetzt so viel mehr zugekommen ist als bisher, auch wichtig, dass es so etwas geben könnte. Ich habe mal gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind kurz vor 12, also die Bildungskonferenz ist fast vorbei. Michael Adamczewski, gibt es noch eine Frage, die
Podiumsmitglieder ganz kurz und schnell beantworten, ja, so als kleine Schlussrunde. Es geht, leider ist ja so, dass aktuell die Infektionszahlen auch an Schulen hochgehen und das führt verstärkt zu Personen, die in Quarantäne geschickt werden. Und da ist jetzt die konkrete Frage, wie werden Kinder und Jugendliche erreicht, die in Quarantäne sind? Fallen die komplett hinten runter? Oftmals, wenn eine ganze Klasse geschickt wird, ist es ja für ganz viele Jugendliche dann eine komplette Lockdown-Zeit, weil die Frage, wie werden die aufgefangen? Gibt es da konkrete Konzepte? Wird an die gedacht? Da würde ich vorschlagen, auch einen Blick auf die Zeit. Ich glaube, das ist eine Antwort, die man sehr, sehr lang geben kann. Aber wenn Sie sich jeder aus Ihrem Bereich einen Punkt raussuchen könnten, wie man diese Kinder erreicht, das wäre, glaube ich, die gute Schlussrunde, die wir machen können, Herr Professor Marz. Ich mache mal keinen konkreten Vorschlag, sondern verweise auf die Empfehlung, die wir im Mai gegeben haben für das Schuljahr 2020/21. Und eine Empfehlung ging genau in die Richtung, dass man vorbereitet ist, genau für diese Fälle. Und wir hatten jetzt Zeit gehabt und ich hoffe einfach, dass es an den Schulen Konzepte gibt, die genau das vorsehen. Also ich hoffe nicht, dass jetzt Schüler, wenn sie in Quarantäne fallen, auch hinten runterfallen. Nein. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Schulen sind vorbereitet, anders als im März, da war niemand vorbereitet. Aber die Schulen haben sich natürlich da aufgestellt und haben gesagt, in diesem Schuljahr müssen wir zu Beginn an vorbereitet sein. Das geht schon damit los, dass die Schülerinnen und Schüler in Gruppen eingeteilt wurden im Fall eines Wechselunterrichts. Das ist von Anfang an des Schuljahres passiert. Die Schulen arbeiten verstärkt mit Wochenplänen, die man auch natürlich im Vorfeld ganz anders planen können. Und dann nenne ich nochmal das Thema digitale Tools, Kommunikation über MS Teams, was ganz wichtig ist und wovon die Schulen in Nürnberg auch sehr Gebrauch machen. Frau Ries. Ja, über Klassen in Quarantäne kann ich in dem Sinn nichts sagen, aber natürlich über Kitas in Quarantäne, der Kontakt halte, Auftrag natürlich auch für andere Einrichtungen und wie ich vorhin schon sagte, die Kinder- und Jugendhäuser versuchen beispielsweise mit jungen Menschen Kontakt zu halten über digitale Formate und bei den Kitas gibt es die Kontakthaltung zwischen dem Personal und den Eltern, aber natürlich sehr individuell und ganze Gruppen in Quarantäne sind eine Herausforderung. Also es wird telefoniert, es wird WhatsAppt, soweit man das datenschutzrechtlich darf. Und es wird auch andererweise Kontakt gehalten, aber es ist in der Tat individuell zu regeln. Was kann Kultur anbieten, wenn jemand in Quarantäne ist? Also das, was ich alles jetzt versucht habe, so ein bisschen aufzufächern, natürlich außerschulische Bildung, Angebote, Führungen virtuell durch Museen etc. Wir sind auch im Bereich der Literatur sehr stark unterwegs. Es gibt Pop-up-Geschichten, die von Poetry-Slammern, Slammerinnen natürlich auch, angeboten werden. Also hier ist es einfach, sage ich mal, zu empfehlen. Das können oft die Kinder natürlich nicht selbstständig, aber dass die Eltern die Brücken bauen oder diejenigen, die das in die Hand für sie nehmen könnten, zu unseren Institutionen den Kontakt aufzunehmen. Angebote sind tatsächlich vorhanden. Ich bedanke mich ganz herzlich hier am Podium für die rege Diskussion und die vielen Antworten und auch manche Fragen, die trotzdem aufgeworfen worden sind. Ich bedanke mich bei Ihnen im Chat für all das, was Sie hier eingebracht haben. Es hat die Diskussion wirklich sehr, sehr befruchtet, auch aus der Praxis diese Fragen gehört zu bekommen. Ich nehme mit, wichtigster Punkt ist, Schulen müssen offen bleiben. Ich nehme mit Digitalisierung, da ist noch einiges zu tun, auch wenn schon einiges passiert ist. Und ich nehme auch mit, wie vielfältig Bildung eben sein kann und wie wichtig es auch ist, diese vielfältige Bildung in der Stadt Nürnberg weiter zu unterstützen und zu forcieren. Vielen herzlichen Dank nochmal und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.